Ja, und das, liebe Zuschauer, hier ist Oksana Romberg, eine Promi-Kosmetikerin aus Berlin. Sie hat die Schönen der Hauptstadt noch schöner gemacht, zumindest in deren Augen. Ja, Lippen voller, Stirn glatter. Doch dann die Schocknachricht auch für ihre bekannten Patienten. Oksana wird tot in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm gefunden. Die Ermittler, die tappen lange Zeit im Dunkeln. Wer hat das getan? Und vor allem, warum musste sie sterben? Ja, und dann taucht ganz plötzlich ein Video auf, das einen Mann zeigt. Der Täter, Stefan Xander und Maximilian Kiewel mit exklusiven Recherchen. Warum musste Oksana Romberg kurz vor Ostern dieses Jahres sterben? Prominente Freunde und Bekannte sind noch immer geschockt. Also erstmal war bei mir alles so leer, weil ich eigentlich noch nie jemanden durch einen Mord verloren habe, so in meinem Leben, den ich gut kannte. Und weil das ist ja das Schrecklichste, was passieren kann. Also eine Ermordung und dann hast du noch zu jemandem Bezug, das kannte ich vorher gar nicht. Und das war alles so surreal, weil das war so am Kudamm, das war in Berlin. Ich meine, Oksana war eine erfolgreiche Heilpraktikerin, war immer super lieb, freundlich, hatte ein tolles Geschäft am Laufen und auf einmal ist sie tot und wird ermordet. Das ging erstmal gar nicht in meinen Kopf rein. Also ich behalte sie als lebenslustig in Erinnerung. Sie war immer gut drauf und hatte immer Spaß mit ihr, wenn man sie getroffen hat. Also ich habe sie nie schlecht drauf erlebt. Sie war immer witzig, laut im positiven Sinne. Also wirklich immer ein sehr positiver Mensch. Noch immer scheint es keine heiße Spur im Mordfall Oksana Romberg zu geben. Die 50-Jährige behandelte in ihrem Schönheitssalon am Walter-Benjamin-Platz in Berlin-Charlottenburg seit Jahren ihre Kunden mit Faltenunterspritzung, Botox-Behandlungen und Augenbrauenkorrekturen. Viele Berliner Promis gingen bei ihr ein und aus. Dann am 1. April die Schocknachricht von der Ermordung Oksanas in ihrer eigenen Wohnung. Ist das ihr Mörder? Mit diesem Überwachungsvideo fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen. Diese Überwachungskamera filmte den entscheidenden Moment. Der Moment, wo der mutmaßliche Mörder von Oksana Romberg hier in diesem Innenhof unterwegs war. Das Video, womit eben die Polizei jetzt nach diesem Mann fahndet und sucht. Warum ist dieses Video auch so brisant? Weil wir hier in einem Innenhof sind. Und dort hinten, da war eben der Laden, das Geschäft von Oksana Romberg. Und der mutmaßliche Mörder, der war also hier unterwegs und hat dann, nachdem er hier eine Runde gedreht hat, dort den Ausgang genommen und ist womöglich Oksana hinterhergelaufen. Zuletzt wurde Oksana Romberg am 31. März gegen 18 Uhr gesehen, als sie sich auf den Weg nach Hause am Kurfürstendamm 61 machte. Für die Strecke braucht sie circa 2 Minuten, so die Polizei. Wann sie allerdings in ihrer Wohnung ankam und ob sie zuvor noch an einem anderen Ort war, ist nicht bekannt. Diese Schritte hier, diesen Gang, den muss auch der Mörder von Oksana Romberg gegangen sein. Denn am Ende dieses Ganges, da ist die Wohnungstür zur Wohnung von Oksana Romberg. Und was diesen Fall so zusätzlich dramatisch macht, die Polizei hat hier keine Einbruchspuren gefunden. Das heißt, Oksana, die kannte den Mann, hat ihn hereingebeten. Und hinter dieser Tür, da hat sich dann die Bluttat, dieses Verbrechen abgespielt. Da war auf einmal total viel Polizei und hat nur gesagt, du, irgendwas ist da passiert, weil sowas kennt man nicht, dass da so viel los ist. Und dann war das ja auch schon Minuten später auf Social Media und das hat sich ja wirklich absolut schnell herumgesprochen. Und da habe ich dann davon erfahren und konnte es aber erst gar nicht glauben, weil ich kannte sowas nicht. Also wir wissen alle, dass es leider Morde gibt auf der Welt, aber es ist dann einfach was ganz anderes, wenn das so 5 Minuten weiter entfernt passiert und dann noch mit dem man zusammengearbeitet hat, sehr eng. Die Ermittler der Berliner Mordkommission haben folgende Fragen. Wer kennt die Person auf dem Überwachungsvideo und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Wer kann darüber hinaus Angaben zur Tat oder zum Tatmotiv machen? Und wer hat Frau Romberg noch am Mittwoch, den 31. März, nach 18 Uhr gesehen oder gesprochen? Auch den Promi-Freunden ist es ein großes Anliegen, dass der Täter gefasst wird. Ich glaube, erst dann kann man zur Ruhe kommen, wenn man wirklich weiß, okay, es ist aufgeklärt, dass man auch weiß, warum überhaupt. Das ist absolut wichtig. Aber ich glaube ganz fest daran, dass man auch den Mörder finden wird. Also ich glaube, dass es allen super wichtig ist, dass der Mörder gefasst wird, einfach, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Und es ist natürlich auch ein total komisches Gefühl, wenn man weiß, dass diese Person ja immer noch frei draußen rumläuft und man ja nicht weiß, was dieser Mensch sonst noch macht. Ja? Und sich jetzt vielleicht irgendwie auch in Sicherheit fühlt, weil er ja bisher nicht gefasst wurde. Also das ist schon ein sehr komisches Gefühl.
Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Ja, und wir wollen tiefer eintauchen in diesen Fall, haben unseren Fahndungsexperten Professor Christian Matzdorf ins Studio eingeladen. Ja, schönen guten Abend, Herr Matzdorf. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie waren 30 Jahre lang bei der Kripo, auch hier in Berlin, und 10 Jahre lang auch im Kriminaldauerdienst. Das heißt, Sie waren oft der Erste am Tatort. Wie ist das? Dann öffnet man so eine Tür und dahinter liegt dann ein Mordopfer. Ich hätte fast flapsig jetzt geantwortet, so ganz spontan. Man kann nicht mehr überrascht werden, wenn man so lange in der Tatortarbeit ist. Aber das ist natürlich nicht richtig. Man erlebt immer wieder Dinge. Mir sind selber persönlich die Sachen mit den Kindern, wenn Kinder geschädigt waren, dort immer sehr nahe gegangen. Mir erlebt immer wieder Dinge hinter den Türen, die einen überraschen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass oftmals die Kollegen und Kolleginnen der Schutzpolizei die Ersten sind, die dann eine Tür öffnen und sehen, da ist eine Leiche, da ist jemand vielleicht umgebracht worden. Und dann kommt die Kripo schon mit einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, Vorwarnung an den Tatort. Ja, das ist oftmals dann der angenehmere Teil als die Überraschung an sich. Wie verarbeitet man sowas? Spricht man zu Hause mit der Familie drüber? Ich würde fast sagen, man spricht besser nicht mit der Familie darüber, so eigenartig es klingt. Man muss gute Neutralisations- und Kompensationstechniken haben. Also bei mir war das Sport, jemand anders kann andere Dinge finden, was man nicht machen sollte, rauchen, trinken oder seine Aggressionen in andere Art und Weise umwandeln. Ich bin Kampfsportler gewesen lange Zeit, aber dann eben in Regeln, ja. Man muss irgendwo die Energien fließen lassen. Ansonsten zerfrisst einen das schon die Seele. Das ist teilweise sehr schwierig. Ja. Herr Matzdorf, lassen Sie uns aktuell über diesen Fall Oksana sprechen. Wir haben eben Bilder einer Überwachungskamera gesehen, die den mutmaßlichen Täter zeigen. Was sagen die Bilder aus? Also da sieht man eine Person, vermutlich einen Mann, so wie gekleidet ist, mit einer Kapuze im Gesicht nicht zu erkennen. Und er läuft sehr entspannt umher. Man hat fast den Eindruck, der telefoniert, der spricht mit sich, der beschäftigt sich mit sich selber. Also es sieht nicht aus wie eine Flucht und es sieht auch nicht aus wie eine Person, die sehr unter Druck, vielleicht unter Anspannung steht. Ganz im Gegenteil. Sehr, sehr ruhig und entspannt wirken diese Bilder. Und es wird gute Gründe geben, warum die Mordkommission hier gesagt hat, das sind Bilder, die für uns, für die Fahndung, für die Ermittlung wichtig sind. Oksana soll mit Messerstichen getötet worden sein und der Täter könnte sich dabei auch selbst verletzt haben. Was kann da passiert sein? Das ist ein ganz spannender Teil. Wenn Sie an einen Tatort kommen, Sie haben einen Menschen, der ums Leben gebracht worden ist, Sie können in der Leiche lesen wie in einem Buch. Also Sie erkennen anhand der Verletzung, was passiert ist, wie der Ablauf, der Geschehensablauf war. Und man kann natürlich an der Leiche auch erkennen, ob die Person sich gewehrt hat, ob es Abwehrverletzungen gibt oder vielleicht auch Verletzungen von aktiven Griffen, möglicherweise ein Messer, einen anderen Gegenstand. Und da spricht vieles dafür, nach dem, was wir jetzt hier wissen, dass es eine Auseinandersetzung gab, dass es nicht eine Überraschung war, sondern tatsächlich dann eine Auseinandersetzung, wo das Opfer sich noch eine Zeit lang gewehrt hat, möglicherweise dann auch Spuren, Blut oder andere DNA-Spuren auf den oder die Täter übertragen hat. Und Oksana hat die Tür ja auch anscheinend freiwillig geöffnet. Ja, wir wissen nicht, ob es tatsächlich freiwillig war. Da müssen wir überlegen. Also offensichtlich war sie in dem Glauben, dass sie die Menschen, die sie dort einlässt, einlassen kann, ohne gefährdet zu sein. Ob das jetzt freiwillig war oder ob es eine Vorgeschichte gab, das ist ja auch ein Teil des Gegenstandes der Ermittlungen. Wir müssen überlegen, dass vielleicht Vorbeziehungen bestanden haben, die eine Zwangssituation haben entstehen lassen. Vielleicht musste sie jemanden in die Wohnung lassen. Herr Matzdorf, wir hoffen alle, dass wir diesen Fall aufklären können, dass Sie diesen Fall aufklären können. Ich danke Ihnen für diesen Besuch heute hier. Ja, helfen auch Sie den Angehörigen und Freunden von Oksana Romberg. Helfen Sie der Berliner Polizei mit Ihren Hinweisen. Die Ermittler der 8. Mordkommission haben folgende Fragen. Wer hat die verdächtige Person am 31. März 2021 im Bereich des Kurfürstendamms gesehen? Das Opfer hatte zahlreiche Verletzungen am Oberkörper, vermutlich Stichverletzungen. So wie es aussieht, hat sich aber auch ihr Killer verletzt, als er Oksana Romberg umbrachte. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei natürlich, ob es auch eventuell Taxifahrer gibt, die in Höhe Kurfürstendamm 61 einen Gast einstiegen ließen, der eventuell Blut an den Händen oder auch an der Kleidung hatte. Hinweise nimmt die Mordkommission unter folgender Rufnummer entgegen: 030 für Berlin 4664 911888. Vielen Dank.